Ich begrüße Sie alle sehr herzlich zum heutigen Festkonzert anlässlich des 175. Geburtstages der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Besonders begrüße ich die Mitglieder der Akademie, unsere Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter und unsere jungen Preisträger, Preisträgerinnen, Stipendiatinnen, Studienstiftler, also junge Leute, die wir fördern, und Sie alle, unsere Freunde. Im Jahr 1799 wurde die Schöpfung zum ersten Mal im KK Hoftheater aufgeführt, das nicht mehr existiert. Am 27. März 1808 im Festsaal der Universität, also in diesem Raum. Dieser Raum ist sozusagen der älteste Raum, der noch voll so erhalten ist, wie er damals war. Ich darf dazu ein paar kleine Erläuterungen geben zu diesem Raum für die, die zum ersten Mal hier sind. Manche werden das schon gehört haben. Das war, wie gesagt, der Festsaal der Universität Wien unter Maria Theresia erbaut, weil die Universität schon damals aus allen Nähten platzte. Und das war ein Arbeitsgebäude. Das heißt, hier haben Sie Hörsäle aller Fakultäten, Sie haben ein anatomisches Theater und so weiter und so fort. Da oben haben Sie dargestellt die vier klassischen Fakultäten der Universität, die Theologen, die Juristen, die Mediziner und hinter mir die philosophische Fakultät, die alles das umfasste, was heute die Geisteswissenschaften sind und die Naturwissenschaften. Sie können sich kurz überlegen, was das aussagt über die Gesellschaft damals, dass die längsten Seiten die Theologen und die Juristen bekamen und die kürzeren Seiten die anderen. Nur ein kleiner Hinweis, wenn Sie sich das mal ansehen, hinter mir sehen Sie zwei Teleskope auf dem Bild der Philosophischen Fakultät. Eines ist ein astronomisches Teleskop, das andere ein terrestrisches Teleskop. Und hinter uns sehen Sie Medizin, eine anatomische Sektion mitten im Fortschreiten, wo Teile der Leiche da herumliegen und so weiter und so fort. Warum ist das abgebildet? Weil damals in Wien alle Todesfälle späteren AKH genau untersucht werden mussten. Und warum, was die Todesursache war. Und das hat beigetragen zum enormen Ruf der österreichischen, der Wiener Medizinischen Schule, dass man da sozusagen ungeheure Daten hatte. Ich möchte, die heutige Aufführung ist sozusagen eine Originalaufführung mit originalem Klang und originaler Aufstellung. Sie werden das schon bemerkt haben hinter mir. Ich begrüße sehr herzlich das Originalklangorchester Barocco und die Wiener Singakademie, der Chor des Konzerthauses ist. Herzlich willkommen. Ich möchte ganz kurz erwähnen, dass die Singakademie aus Amateuren besteht. Ein Amateur ist mein Assistent hier im Präsidialbüro. Und auch hier haben wir eine Tradition. Der Chor bei der Aufführung hier hat aus, wie es heißt, Dilettanten bestanden, also Amateure. Ich begrüße sehr herzlich unsere Solistinnen und Solisten, Frau Cornelia Horak. Der Sopran, Johannes Bamberger Tenor. Stefan Zenkel, Bariton.
Frau Horak möchte ich besonders danken, dass Sie kurzfristig bereit waren, hier zu singen. Ursprünglich vorgesehene Frau Falle hat aus verschiedenen Gründen absagen müssen. Herzlichen Dank. Ja, diese Aufführung wird, bin ich überzeugt, eine historisch interessante Aufführung sein. Ich weiß, dass zumindest ein Mitglied des Orchesters extra aus München angereist ist, um hier mitwirken zu können. Nun, und ganz besonders herzlich begrüße ich Heinz Ferlesch. Heinz Ferlesch ist der künstlerische Leiter von Barucco und der Wiener Singakademie. Sie sehen hier, dass der Chor vor dem Orchester steht. Das war nach verschiedenen Dokumentationen sehr üblich bis Ende des 18., Anfang des 19. Jahrhunderts. Und Sie werden hören, dadurch, dass die Solisten quasi hier eine Einheit bilden mit dem Chor, das ist akustisch ein ganz anderes Erlebnis als in den großen Konzertsälen, wo der Chor weit hinten steht und die Solisten vorne. Ja, ich möchte nur noch erwähnen, dass Haydn nach dem ersten Teil der Schöpfung 76-jährige Haydn, zu dessen Geburtstag das veranstaltet wurde, auf den Schultern seiner Fans, würde man heute sagen, hinausgetragen wurde. Anwesend waren auch Salieri und Beethoven. Beethoven war damals bereits taub, aber er ließ sich das offenbar nicht nehmen. Und ich möchte noch Beethoven ganz kurz zitieren, habe ich gelernt von unseren Musikwissenschaftlern. Er hat diesen Raum hier ganz besonders geliebt und hat gesagt, in diesem Saal hat man an jedem Platz das Gefühl, man sitzt mitten im Orchester. Genießen Sie das und ich möchte an Herrn Ferlesch und die Musik übergeben. Danke sehr.
Thank you.
und teilte die Wasser, die unter dem Firmament waren, von den Gewässern, die oben im Firmament waren. Und es war so. Da tobten brausend heftige Stürme. Wie Spreu von dem Winde, so flogen die Wolken. Die Luft durchschnitten feurige Blitze. Schrecklich rollten die Donner umher. Der Fluten stieg auf sein Geheiß, der allerquickende Regen. Die leichte, flockige Schnee. Erscheine das trockene Land, und es war so. Und Gott nannte das trockene Land Erde, und die Sammlung der Wasser nannte er Meer. Und Gott sah, dass es gut war. Thank you.
das Meer. Rollen die schäumenden Wellen, bewegt sich, bewegt sich ungestüm das Meer, bewegt sich ungestüm das Meer. Hügel und Felsen erschreien, thank you.
himmlischen Heerscharen verkündigten den dritten Tag, Gott preisend und sprechend. Steht an die Seite, etwa vielleicht. Thank you.
ausgedehnten Himmelsraum, zier ohne Zweifel der Sterne Gold. Und die Söhne Gottes verkündigten den vierten Tag mit himmlischem Gesang, seine Macht ausrufend. Also, die
Yeah.
Das sich bewegt, und Gott segnete sie, sprechend. Seid fruchtbar, nehmet euch ihren sterblichen Harfen und sangen die Wunder des fünften Tags. Thank you.
Und Tiere der Erde nach
ihren Gattungen. Gleich öffnet sich der Erde Schoß und siehe wir auf Gottes Wort, Geschöpfe jeder Art in vollem Wuchs und ohne Zahl. Freude brüllend steht der Löwe da. Hier schießt der gelenkige Tiger empor. Der Haupt erhebt der schnelle Hirn. Mit fliegender Mähne springt und wird voll Mut und Kraft das edle Ross. In ganzen Frieden.
seinem Ebenbilde, nach dem Ebenbilde Gottes schuf er ihn. Mann und Weib erschuf er sie, den Atem des Lebens hauchte er in sein Angesicht, und der Mensch wurde zur lebendigen Seele. Hatte, und es war sehr gut. Und der himmlische Chor feierte das Ende des sechsten Tages mit lautem Gesang. Thank you.
es und erstarrt. Oh.
beglückte Paar. Die Hand in Hand es geht. Aus ihren Blicken strahlt des Reisen lautem Ton, ihr Mund des Schöpfers Lob. Lasst unsere Stimme dann sich mengen in ihr Lied. Als die Tat.
war bezeugt. Ihr Dünst und Nebel, die der Wind versammelt und vertreibt, versammelt und vertreibt.
höchste Pflicht erfüllt. Dem Schöpfer haben wir gedankt. Und folgen ihr Gefährtin meines Lebens. Ich leite dich und jeder Schritt weckt neue Freude in unserer Brust, zeigt Wunder überall. Erkennen sollst du dann, welch unaussprechlich Glück der Herr uns zugedacht. Ihn preisen immer da, ihm weihen Herz und Sinn. Komm, komm, folge mir. Oh,
Thank you.
wenn falscher Wahn euch nicht verführt, noch mehr zu wünschen, als ihr habt. Und mehr zu wissen, als ihr sollt. Sie.